Heute, vor 4 Jahren, ist mein Großvater gestorben. Ich weiß, dass dieses Video etwas später ankommen wird, aber mir ist gerade heute der 26. Juli. Und heute, wie ich schon gesagt habe, heute vor 4 Jahren ist mein Großvater gestorben. Es fing damals 2019 am Sommer an, dass er eine Krankheit hatte und vergessen langsam anfing, alles zu vergessen. Ich weiß noch damals, als ich mit meiner Mama und meiner Großmutter zu Opa besuchen ging. Und dann sagte meine Mutter, das hier ist deine Frau. Aber mein Opa sagte nur, ich habe keine Frau. Deswegen wollte ich jetzt nicht, dass meine Mutter fragt, dass ich sein Enkel bin. Weil vielleicht sein könnte, dass er dann sagt, dass er keinen Enkel hat und das will mir einfach nur das Herz brechen. Am 26. Juli ist er gestorben. Aber nicht zum Glück nicht an einem Herzinfarkt und so, sondern er ist eingeschlafen. Er ist nicht eingeschläfert worden, er ist eingeschlafen und dann nicht mehr aufgewacht. Und es war damals in der 2. Klasse, 26. Juli, war damals bei mir in der 2. Klasse der letzte Schultag. Und das war richtig traurig, weil während andere Kinder im Sonnenschein draußen spielten und lachten, saß ich nun zu Hause in meiner Wohnung und hab den ganzen Tag geweint. Und auch wenn ich darüber traurig bin und damals einfach gar nicht klarkommen konnte, dass mein Großvater gestorben ist, bin ich trotzdem froh, dass er wenigstens an einem schönen Tod gestorben ist. Und dass er jetzt hoffentlich an einem besseren Ort lebt.